So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play 18 Wheels of Steel Extreme Trucker. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer euer Omnibusfahrer. Und wir fahren heute Sojabohnen von Unduavi, von dem Dorf Unduvadi, nach La Paz Marktplatz. Auf geht's. Im Regen, im strömenden Regen. Okay. Na dann, auf geht's. Ich glaube, warte mal. Ach, ich kann gar nicht zoomen, gell? Kann ich da direkt rüberfahren? Also, diesmal keine geklauten Fahrräder, sondern geklaute Sojabohnen. Ja, wie? Warte mal, kann ich... Aber da kann ich doch auch nicht weiterfahren, oder? Da unten hätte doch... Uiuiuiuiuiui. Au. Na, komm, hallo. Ich schmeiß dich aus dem Fenster raus. Hallo? Ey, was ist denn da los? Na komm. Oh, jetzt fahre ich beinahe auf den Bus drauf. So, jetzt habe ich meine Ladung bestimmt schon wieder kaputt gemacht. Ja, der schaut schon nicht mehr so schön aus. Ja, aber ich dachte, ich kann hinten weiterfahren. Na gut, dann fahren wir eben, kann ich da noch weiterfahren? Keine Ahnung, ich fahre jetzt einfach mal. Ich fahre jetzt einfach mal, irgendwann werde ich schon ankommen. Irgendwann werde ich schon irgendwo ankommen. Ach so, ich muss ja links fahren. Na, ich bin ja hier in den Anden, ist ja Linksverkehr. Komisch, dass hier das Lenkrad aber auch links ist. Das ergibt dann für mich überhaupt keinen Sinn. Lenkrad links und Linksverkehr. Oh, trotzdem nicht an. Mensch, ey, ich gebe Vollgas und der gibt einfach Vollgas nicht. Also, jetzt zieht er an. Naja, so halb. Zumindest. Okay, dann fahren wir so. Na, wahrscheinlich hätte ich mich dann da entscheiden können zwischen Brücke und Nichtbrücke und wäre dann über die Nichtbrücke schneller gewesen als über die Brücke. Aber gut, jetzt ist es halt so. Dann fahren wir halt außenrum mit der Kirche ums Dorf. Ist auch okay. Hauptsache, wir kommen irgendwann an. Die Fracht ist jetzt schon ein bisschen beschädigt, aber okay. Ist halt jetzt so. Wir kriegen trotzdem ein paar Punkte, denke ich mal. Genau, und jetzt dann links. Rechts. Nee, links. Schau, links. Ich mit meinem Links-Rechts-Verdreher. Pass auf, jetzt komme ich dann bestimmt wieder über die Brücke fahren. Aber hier macht echt Spaß zu fahren. Also das ist wirklich schön. Hier macht es mir fast am meisten Spaß zu fahren. Es erinnert mich so an Bolivien, an Costa Rican Wildlands. Und ich finde die Strecke einfach geil. Und die LKWs hier. Und am zweitliebsten fahre ich in Australien die Roadtrails. Wenn es es denn mal gibt. Weil die muss ich glaube ich auch erstmal freischalten. Dauert noch ein paar Punkte, bis ich sie fahren kann. Bin ich jetzt richtig? Jawohl. Und dann gleich wieder links rüber. Eieieiei. Gut. Na dann, auf geht's.
Mensch, was ist denn mit dir los? Warum fährst du denn hier mit 20 herum? Kommt da wer? Ah, nee, den wollte ich jetzt nicht. Ah ja, komm, der fährt schnell genug, den brauche ich jetzt nicht überholen. Oder? Na gut, jetzt käme sowieso keiner entgegen. Nee, ich lasse es. Ich lasse es, dafür ist die Straße zu eng und zu gefährlich. Aber es macht schon Spaß hier zu fahren, also es macht richtig, richtig Spaß. Ist ja noch ein ganzes Stück. Na komm, was ist mit dir? Fahr halt zu. Brauchst du nicht den Abgrund anzuschauen? Schau nach vorne auf die Straße. Es geht doch. Oh, und es geht noch viel, viel weiter. Also die ganze Straße runter. Muss ich da jetzt? Keine Ahnung, wo ich das weiterfahren muss. Ich bleibe jetzt einfach mal hier auf dieser Straße. Bleib jetzt einfach mal hier. Wird schon die richtige Straße sein. Wenn nicht, naja, dann ist halt auch so.
Mann, was ist mit dir? Fahr halt zu. Einfach mal geradeaus weiterfahren. Na komm, zieh an, Herr LKW, was ist mit dir los? Zieh halt an. Und wir müssen weiterfahren, geradeaus weiter. Komm, zieh halt an. Na, also, es geht doch. Und wir sind richtig. Ist jetzt auch schon wieder dunkel irgendwie, kann es sein? Die Zeit schreitet voran, ich sollte mich ranhalten. Es hat 20 Grad oder so, so wie es ausschaut. Aber ich vermute mal recht schwül. Fängt es schon wieder zu regnen an? Nein. Und immer geradeaus weiter. Warum bleibt denn der stehen mitten auf der Straße? Na komm, Mensch, der spinnt auch ein Wengel, oder? Sind wir noch richtig? Ja. Und immer weiter geradeaus. Ja, guck. So, Mensch. Herrschaftszeit. Okay, machen wir es eben so. Da habe jetzt ich eine Scheiße gebaut. Muss ich da jetzt schon reinfahren? Nein. Immer nur weiter geradeaus. So, dann müssen wir jetzt da sein. Da drüben ist er schon. So, Auftrag abgeschlossen. Minus 39 Punkte, Gesamtpunkte 242. Naja, ist trotzdem okay. Das ist trotzdem okay.
Wasser 68 Punkte. Nochmal 243 Punkte und Kaffeebohnen 108. Ja, wisst ihr was? Dann fahren wir Wasser. Die letzte Viertelstunde. Wir fangen da unten an. Und wir schauen in genau die falsche Richtung. Das heißt, wir müssen dann darüber fahren. Oder? Oder sehe ich das falsch? Nee, okay, dann bin ich hier falsch. Dann geht's da vorne auf die Hauptstraße raus. Okay. Na komm. Jawohl, genau. Und jetzt einfach mal rechts rüber. Werden der LKW. Jetzt fahren wir 20 Meilen. 20 Meilen, okay. Der hat ganz schön Dampf. Der LKW. Bin ich jetzt gerade ernsthaft 70 Meilen mit dem gefahren? Also 50 Meilen sind 80 km/h. Das heißt, 70 Meilen müssten dann um die 120 sein? Ne, 80 Meilen sind 120. Also bin ich mit dem 100 gefahren. Ein ordentlicher LKW. Du regst mich vielleicht auf. Wow, umgeschossen da. Na gut, ich bin auch nicht gerade der Langsamste. Wo geht's jetzt hin? Einfach geradeaus weiter. Wie schnell fährt das Ding? Das will ich jetzt wissen. 70? Ja, 70 Meilen. Schneller fährt das Ding nicht. Aber ich meine, 70 Meilen ist auch nicht gerade langsam. Komm, was ist mit dir? Fahr halt zu. Wir müssen jetzt dahin. Und dann geradeaus weiter. Was ist denn jetzt los? Oh, was hat der denn? Warum ruckelt der jetzt auf einmal? Was macht der denn jetzt auf einmal? Dort der irgendwas im Hintergrund installieren oder was? Aber selbst dafür hätte der Rechner doch eigentlich genügend Kapazität. Was ist da los? Warum ruckelt es so stark? Boah. Juhu, wir dürfen den Steinbruch fahren. Das ist geil. Na, 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 na. Bitte nicht gegen den Felsen fahren. So, und wo ist jetzt mein Hinsteller da?
Da, wo ich den Ding drauf ständern kann. Die Abladestelle da, die komische. Muss doch irgendwo sein. Wo ist sie denn? Da drüben. Na, sei doch, die ist doch da. Perfekt. Ein Punkt Abzug? Naja, sind immer noch 85. Okay, das war's. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss, euer Busfahrer. So, dann war's das auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch auch diesmal wieder Spaß gemacht zuzuschauen. Und wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, dann schaut doch einfach mal rein in meinen Kanal. Ob ihr was findet in der entsprechenden Playlist. In diesem Sinne. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Busfahrer.